Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten aka Toto, beim Clan True Warriors. Ja, es hat ja ein bisschen gedauert, bis ich überhaupt mal wieder eine Folge bringe hier. Normalerweise kommen die Folgen immer mittags gegen 12 Uhr, also High Noon. Aber ich habe hier gestern Abend schon angefangen, etwas an meinem Equipment rumzuschrauben und habe das heute leider erst abschließen können. Das heißt, dazwischen bin ich nicht dazu gekommen, auch technisch nicht dazu gekommen, irgendeine Folge abzudrehen, und dementsprechend musste ich heute dann erstmal spätnachmittag umbauen und komme eigentlich jetzt erstmalig dazu, dass ich überhaupt etwas drehe. Das müsst ihr mir einfach nachsehen. Ich bin ja nach wie vor nicht wirklich Fan meiner Stimme in Videos, aber ich glaube, ich komme jetzt relativ klar und deutlich rüber. Ihr könnt mir das gerne nochmal in den Kommentaren schreiben, ob das jetzt zu laut ist, zu leise ist oder ob das irgendwie übersteuert, krächzt oder was auch immer. Denn da gibt es immer ein bisschen Verbesserungspotenzial. Aber ich glaube, das habe ich jetzt, ich kriege das irgendwie in den Griff und wollte jetzt aber trotzdem eine Folge zeigen. Denn wenn ich keine Meinung bekomme, ja, wie soll ich es dann feststellen, ob ich nach wie vor ganz gut rüberkomme. Ihr seht hier von mir so einen ganz, ganz typischen Farmangriff. Aber diesmal mit den Skeleton-Spell, denn wir haben ja im Moment diesen Skeleton-Spell-Event. Und ich habe das versucht, hier nochmal ein bisschen aufs Dunkle zu bringen, aber kriege das Dunkle hier jetzt nicht ganz. Der Rest steckt jetzt noch im Rathaus drin. Ich zünde meine Queen einfach mal am Ende und gebe den Kampf dann einfach auf. Ich habe einen Stern geholt und ich denke mal, für mich ganz adäquaten Lot. Und wie ich schon angesprochen habe, haben wir im Moment dieses Skeleton-Spell-Event. Ich habe auch so eine Armee ausgebaut, einfach mit 9 Skeleton-Spells. Den habe ich nur auf Level 1, ja. Und nehmen aber einen Sprungzauber mit, falls wir doch in die Mitte müssen. Haben coole Clan-Castle-Truppen, sehe ich gerade. Und sind sogar für eine Doppelarmee fertig. Und ich würde sagen, wir gehen trotzdem nicht zum Farm über, sondern es gibt ein kleines Dorf-Update. Denn ich habe den Bogenschützenturm hier fertig, beziehungsweise habe einen fertig bekommen und es müsste eigentlich jetzt mein vorletzter sein, den ich mache. Ja, ich habe 2 Stück im Bau und dann fehlt nur noch der hier oben. Habe hier hinten in dem Ring um den Tesla und um den Magierturm 2 Mauern machen können. Ist ja auch nicht schlecht. Ich habe erst in 4 Tagen wieder einen Bauarbeiter frei. Klar, werden jetzt die meisten bemerken, hey, Toto, du hast ja immer einen Bauarbeiter frei. Ja, das ist mein Mauern-, Bauarbeiter- und Dorf-, Abgrasarbeiter, den lasse ich mir einfach immer frei, weil es dauert so lange, bis die Sachen hier fertig sind, und nichts ärgert einen mehr, als dass man immer oder irgendwann mal volle Lager hat, dann läuft ein Bob noch 3 Tage und du hast hier die Lager alle rappelvoll. Deswegen lasse ich mir einfach einen Bob frei. Der macht hier dann immer mal wieder eine Mauer, ein bisschen müssen wir noch reinfahren, wieder für eine Mauer, egal ob Elex oder ob Gold, denn das Labor läuft auch noch 8 Tage, 8 Stunden. Aber so ein bisschen blasen wir hier im Moment bei den True Warriors Trübsal, denn wir haben den letzten Clankrieg leider verloren. Ja, warum haben wir den Clankrieg eigentlich verloren? Weil wir nicht so effizient angegriffen haben wie unser Gegner. Unser Gegner hat nämlich im RH11 und RH10 Bereich ganz solide, muss man sagen, angegriffen. Ich will jetzt nicht sagen, er hat gut angegriffen, aber er hat solide angegriffen. Und das hat letztendlich für den Sieg gereicht, denn er hat hier nicht einen einzigen Zehner gedreiert. Der Flashloop hier ist ein 9,5er, das ist eigentlich der, ich sag mal, 10er, der hier mal gerade so gedreiert wurde. Und die anderen wurden natürlich gedreiert, gar keine Frage. Wir hingegen haben das so ein bisschen verpennt, muss ich sagen. Haben auf die 20er Base hier etliche Angriffe gelassen, ich glaube 6 oder 7 Stück. Und haben uns dann den oberen Teil wirklich schwer getan. Haben es dann versäumt, dass wir hier vielleicht noch einen 10er dreiern. Und natürlich, ihr habt das ganz oben gesehen, die 2 ist ganz offen geblieben. Auf der 3 fehlt uns ein Stern. Und wenn man einfach mal zusammenrechnet, wie der Gegner das wahrscheinlich auch getan hat, dann wären das die 3 Sterne mehr. Und dann hätten wir den Sieg hier gehabt. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Ist halt so, haben wir nicht gepackt. Ist unsere Siegesserie leicht unterbrochen worden. Macht nichts, das holen wir wieder rein. Denke ich mal, denn im aktuellen CK
sieht es ganz durchwachsen aus. Der fängt nämlich erst in 4 Stunden an und wir spielen so einen kleinen schnuckeligen 15er. Da denke ich mal, da ja dann auch morgen eine Folge rauskommen soll, zeige ich sicherlich morgen in der Mittagsfolge schon ein paar Angriffe hier. Mal sehen, vielleicht mache ich ja sogar 2 Angriffe live, denn auch an dem Übertragungsequipment vom Tablet oder vom Handy hier in den PC zum Aufnehmen rein habe ich ein bisschen was gemacht, um das noch ein bisschen flüssiger darzustellen. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit fertig ist. Da muss ich auch mal gucken, wie das funktioniert. Wir suchen nebenbei einfach schon mal einen Gegner, der uns zuspricht. Wir brauchen Gold, Elex, Dunkles. Also wie immer eigentlich, wie jeder Clash of Clans Spieler, brauchen wir Ressourcen, außer man befindet sich mit allen Truppen, allen ausgelevelten Helden und allen Mauern in der Legendenliga und muss einfach nichts mehr machen als nur noch ein paar Pokis. Immer rauf und runter. So kann man sich auch die Zeit totschlagen. Noch bin ich längst nicht so weit. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. So kann ich euch nämlich meinen Weg von RH10 auf RH11 schön zeigen. Und ich hoffe, ihr habt nach wie vor ein bisschen Spaß dran. Auch wenn ich euch jetzt auf diese Abendfolge hier leider vertrösten muss. Und finde aber im Moment auch keinen Gegner. Deswegen suche ich einfach mal einen raus und dann sehen wir uns in ein paar Sekunden wieder. Ja, und hier ist er auch. Ich würde sagen, den nehmen wir jetzt einfach mal mit. Der ist ja jetzt, er ist schon ganz schön stark, muss man mal so sagen. Und mal sehen, was wir uns hier wegschnäggeln können. Ich denke mal, Fokus ist in jedem Fall das Dunkle, weil unser King ja ein bisschen weitermachen soll. Deswegen gehen wir hier mit unseren Riesen erstmal vor. Gucken mal, dass wir uns da dieses erste Lager schon mal wegnehmen können. Das ist ja primär schon mal das Dunkle. Und dann vielleicht, ja, das Goldlager holen die sich auch noch. Da sind die viel zu schnell für. Wollen jetzt schon an die Clanburg, die brauche ich nicht unbedingt. Denn ich denke mal, die ist irgendwo leer. Wir kommen hier nochmal mit der gleichen Masche rein. Da ist die Mauer auf und können uns hier das Goldlager wegschnäggeln. Mal sehen, ob wir nicht noch hier so ein bisschen mehr bekommen als das Goldlager. Ja, da kriegen wir noch die beiden Elex-Lager auch noch. Gut, das sieht gut aus. Mal gucken, hier können wir... nicht ganz. Ich habe gedacht, wir kriegen das hin. Aber ja doch, das kriegen wir hin. Das kriegen wir mit Magier hin, super. Dann kann er hier eigentlich weitermachen. Hier müssen wir hier leider hinter die Mauer. Und da sind wir jetzt nicht hintergekommen. Das ist natürlich doof. Da muss ich nochmal jetzt einen Mauerbrecher setzen. Jetzt sind sie drin. Und jetzt gehen sie auch auf das Lager. Wir setzen nochmal hier einen Riesen hin, dass sie nochmal ein bisschen abgelenkt sind. Ah nein, der Riese, da habe ich die ein bisschen früh geschickt. Aber egal. Ah, das Lager ist immer noch nicht unser. Ja, scheiße. Okay, halte ich mich jetzt noch länger an dem Lager auf? Ja, ich mache es. Weil ich unbedingt das eine Lager hier noch mitnehmen will, auch wenn es gar nicht mal so voll ist. Doch, jetzt haben wir es, okay. Dann können wir uns sicherlich hier hinten das Lager nicht wirklich wegsnaggeln. Dann nehmen wir hier einen Riesen und nehmen hier mal die 15 Bogies mit hinzu. Dann machen die das eine Goldlager da. Was haben wir noch zu holen? Ah ja, okay, da auf der Ecke kriegen wir jetzt, denke ich mal, eigentlich den Rest weg. Gucken wir mal, wir gehen hier mal jetzt mit den restlichen Riesen einfach rein. Und ich habe ja jetzt auch gar nicht mehr so viel Mauerbrecher. Die muss ich jetzt leider alle setzen, damit ich das hier noch hinbekomme. Und mal sehen, die Queen hier jetzt auch hinterhergesetzt. Den Magier da noch hin und die Bogies setze ich auch hier mal auf die Spitze. Mal sehen, ob wir das Dunkle da noch erreichen. Das, was wir nämlich noch gar nicht eingesetzt haben, ist unser Skeleton-Spell. Aber den plane ich ja ganz woanders, nämlich hier aufs Rathaus, jawohl. Alle Skelly-Spells hier aufs Rathaus, die machen natürlich jetzt erst die Queen. Ja, das ist eigentlich die Scheiße. Ich wollte mir hier die letzten Prozente wegsnaggeln. Das habe ich nicht hingekriegt. Noch nicht mal, ich habe glaube ich einen Helden habe ich gepackt. Naja, ist nicht so tragisch. Queen habe ich auch nicht gezündet. Ist eine ganz witzige Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie viel das Rathaus hier noch hat, das sieht man jetzt nicht. Aber ist nicht so tragisch. Da gehen wir ruhig auf und machen gleich noch einen zweiten hinterher mit der
Armee hier, ich habe den Sprung, glaube ich, nicht verbraucht. Deswegen kann ich nicht nachbauen. Okay. Das ist immer ein bisschen doof, wenn man etwas nicht verbraucht. Dadurch muss ich nämlich jetzt hier den einen Sprungzauber aufnehmen. Dann kommen die beiden Skelly-Zauber raus und ich kann hier meinen Quick-Train machen. Hab also ein bisschen verschwendet. Wir machen ruhig noch einen Angriff weiter. Denn ich habe nochmal 9 von den Skelly-Spells. Die habe ich leider erst auf 1. Das liegt halt daran, dass ich ja, man kann ja jetzt nicht sagen, noch nicht so lange 9 bin, 10 bin. Es sind ja doch schon etliche Wochen. Queen auf 40 und der King fast auf 37. Das heißt also, 17 Wochen bin ich jetzt auch schon Rathaus 10, weil ich jede Woche ja einen Helden gemacht habe, beziehungsweise dauerhaft die Helden hier durchmache. Und deswegen kann ich in etwa genau sagen, wie lange ich eigentlich schon RH10 bin. Das finde ich auch ganz gut. Man kann das auch am Labor festmachen, denn mein Labor hat auch noch keine Sekunde geschlummert. Also das war in Dauerarbeit. Ich habe also noch keinen Tag oder so mal was nachfahren müssen. Habe es eigentlich immer aktuell geschafft, dass ich rechtzeitig den Lot wieder zusammenbekomme, um eine weitere Truppe hier zu machen. Und dann einfach hier weiter zu farmen. Aber es gibt auch Tage, da komme ich hier natürlich gar nicht zum Farmen oder mache sehr, sehr wenig, weil ich auch viel mal nachschauen muss. Meine Zweitaccounts müssen auch noch leben, wo der Avatar ja im Moment noch in einem anderen Clan eines anderen YouTubers steckt. Da habe ich allerdings auch keinen CK mitgespielt, denn ich mache den nächsten CK hier am Freitag mit Avatar bei den True Warriors mit, um die vielen EP einzufahren, die es da ja, glaube ich, gibt. Da gehe ich aber morgen mal drauf ein. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen einfach mal so eine kleine Farm- und Dorf-Update-Folge hier raus. Da ich ja mit meiner Hardware nicht ganz so zufrieden war und mit der Software, die ich eigentlich nicht mehr haben wollte, dahinter auch nicht, habe ich mich halt nochmal zu den Schritt entschieden, nochmal ein bisschen was entscheidend hier umzubauen. Und ich denke mal, das ist mir auch gelungen. Ich verfeinere das sicherlich nochmal so ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen kann ich jetzt genau mit dem leben, was ich hier jetzt habe. Das Ganze um das Mikrofon hier ist jetzt ein bisschen nervöser geworden, muss ich sagen. Man hört hier viel, viel mehr an Nebengeräuschen. Die kriege ich bestimmt noch weg, aber ich denke mal, das Rauschen, was ich noch zu Anfang hatte, ist jetzt gänzlich weg. Da ich mich dann auch erst ein bisschen einlesen muss, muss ein bisschen probieren. Und ja, das Ganze dauert halt nach wie vor so ein bisschen, bis man das hat. Und was vor allen Dingen dauert, dieses ewige Suchen hier bei Clash of Clans, wenn man live in einer Folge ist und möchte irgendetwas Schönes zeigen. Aber irgendwann findet man natürlich seine Base und ich glaube, den nehmen wir mal mit, aus welchem Grund auch immer. Ich habe keinen Freeze-Zauber für den Inferno da in der Mitte, aber der Rest der Base ist natürlich extrem low. Wir haben jetzt Clanburg. Oh ja, wir haben gute Clanburg-Truppen. Die setze ich auch jetzt schon ein. Hau hier jetzt alle Mauerbrecher hinterher. Ein paar von denen hier. Ah, scheiße. Ah, nee. Mist. Okay, ist egal. Wir nehmen einfach weiter auf und das Bild stockt hier jetzt nämlich einmal. Scheiße, weil ich da rangekommen bin. Das war doof. Aber egal. Mal gucken, ob wir das Bild nochmal wiederfinden. So, Fenstertitel. Bestimmtes Erfassen. Natürlich nicht Memo, sondern wir wollen den Thorsten hier sehen. Da ist er auch wieder. Ach, das war jetzt doof. Ich habe hier nämlich an etwas rumgewackelt und dadurch habe ich mir jetzt den ganzen Angriff hier versaut. Kann man nicht anders sagen. Das war richtig scheiße jetzt. Meine Herren, ey, ich habe hier auch nur Kacke am Dampfen. Aber egal. So, die hier noch mit richtig fett reingeschickt, dass wir uns das Dunkle hier mitnehmen. Mal gucken, ob das was wird. Ja, er sprotzt so ein bisschen raus. Und mal sehen. Jawohl. Oh, ja, wir haben das dicke Lager noch gekriegt. Oh Mann, so ein Mist hier in der Aufnahme. Aber ich wollte das unbedingt laufen lassen. Wollte unbedingt hier
dass wir den Gegner hier mitnehmen. Und ich glaube, wir haben noch nicht mal viel mitgenommen. Ist mir jetzt aber auch egal. Die Pascalis hier können sich jetzt noch das Goldlager hier unten machen. Oh, das ärgert mich unheimlich, dass ich hier manchmal meine, wenn man hier Scheiße hat, dass man Scheiße mit Schwung macht. Da hätte ich viel, viel mehr raushauen können. Aber egal. So ist das nun mal, wenn man live etwas abdrehen will. Und ich habe ja noch viel, viel mehr in Planung. Das könnt ihr euch die nächsten Tage anhören. Das war jetzt hier mit einer kleinen technischen Panne. Das war richtig blöde. Aber das soll mich nicht weiter stören. Ich schneide das Ganze jetzt hier für euch zusammen. Und wir sehen uns morgen in einer neuen Folge mit mir, dem Thorsten, wieder. Ich zeige ein paar schöne Clankrieg-Angriffe hoffentlich. Und gehe mal auf die weitere Zukunft ein. Was ich so plane, was ich so mache, was ich noch so im Petto habe. Und denn einiges kann ich noch nicht umsetzen, weil mir dafür noch ein bisschen was fehlt. Und natürlich auch ein bisschen Erfahrung fehlt. Das muss ich auch erstmal testen, bevor ich irgendwas rausbringe. Und wenn euch die Folge trotz dieser kleinen misslichen Pannen und meiner hoffentlich gut rüberkommenden Stimme, das lasst mir unbedingt in den Kommentaren wieder. Ich muss das wissen, ob das besser geworden ist, schlechter geworden ist oder was auch immer. Dann schreibt mir das nieder und dann sehen wir uns morgen in einer weiteren Folge, wenn der Toto wieder lässt.